Heute bei uns im Test ein Kühler aus dem Hause Seid, das ist der Mucken 5. Wer sich ein bisschen im Kühlersegment umschaut, der wird zwangsläufig auch über den Muckenkühler stolpern. Den gibt es mittlerweile in der 5. Revision. Den schauen wir uns heute an und das Ganze sogar noch in der Revision B. Das heißt, das Teil ist auch AM4 kompatibel von Haus aus. Ihr müsst euch also kein zusätzliches Montagekit dazu bestellen. Der Kühler ansonsten verzichtet auf gängige Features wie zum Beispiel heutzutage eine RGB-Beleuchtung oder sonstigen Schnickschnack, gibt es bei uns in Deutschland für 45 Euro, passt mittlerweile dann wie angesprochen auf alle gängigen Sockel und mit einer Höhe von 15,5 cm ist er auch relativ kompakt. Wie gut er kühlt, wie er sich montieren lässt und wie laut oder leise das gute Stück ist und ob das vielleicht was für euch ist, das schauen wir uns heute bei uns im Test an. Der Name Muggen stammt aus dem Japanischen, sprich das Wort in dem Sinne, das bedeutet grenzenlos. Wie ich finde, ein sehr interessanter Name für ein Kühlprodukt und wir schauen uns heute dementsprechend an, ob das Teil eine grenzenlose Kühlleistung bietet oder ob es vielleicht auch grenzenlos leise ist. Der Muggen ansonsten ist ein Einzelturmkühler, wie man es von vielen anderen Kühlern kennt. Er setzt auf einen Kühlturm mit Aluminiumlamellen. Dazu gesellen sich 6 6mm Kupferheatpipes, die in einer Bodenplatte unten münden. Das gesamte Teil wurde vernickelt, sieht nicht nur sehr schick aus, sondern schützt auch vor Korrosion oder sonstigen Verschmutzungen. Der Kühler ist mit einer Höhe, wie angesprochen, von 15,5 cm etwas kompakter als die meisten Mitbewerber. Somit passt er auch vielleicht noch in etwas schlanker Gehäuse problemlos rein. Lüftertechnisch bestückt das Ganze mit einem 120 mm Lüfter aus der Case Flex Serie, ebenfalls aus dem Hause Seid. Das Teil hat einen Drehzahlbereich von 300 bis 1200 Umdrehungen und wird mit einem PWM-Stecker angeschlossen. Zusätzlich gibt es noch ein schwarz gesleeftes Kabel, das darf heutzutage nicht fehlen, wertet die Optik auf und sieht auch entsprechend, wenn ihr zum Beispiel ein Sichtfenster mit sich habt und sehr viele gesleefte Kabel habt, dann auch schick aus, passt sich also dem Look an. Der Muggen 5 setzt ansonsten auf ein asymmetrisches Kühlerdesign, das heißt für euch im Umkehrschluss, ihr könnt Arbeitsspeicher mit hohen Kühlkörpern problemlos dabei verbauen, auch wenn der Lüfter auf dem Kühler drauf ist. Belüftung auch noch einige kleine Wörter dazu, der Case Flex Fan aus dem Hause Seid verfügt ebenfalls über andere Vibrationspads an den jeweiligen Ecken, das sind die hellgrauen Teile hier, und wird mit jeweils zwei Lüfterklammern dann am Kühlkörper fixiert. Im Lieferumfang selbst liegen zwei Paar Lüfterklammern bei, das heißt, ihr könnt hier auch eine Push-Pull-Konfiguration am Kühler ausprobieren, einen zweiten Lüfter müsst ihr euch allerdings dann optional zulegen. Auf der Oberseite des Muggen 5 dann hat man sich dazu entschieden, eine etwas dickere Abschlusslamelle anzubringen. Die Heatpipe-Enden sind mit einer kleinen Abdeckung versehen, ebenfalls in Silber gehalten, sieht schick aus und in der Mitte gibt es noch das Firmenlogo mit den zwei Sensen. Auch das ist dezent gehalten, macht aber meiner Meinung nach einiges her. Im Lieferumfang gibt es dann alles, was man so benötigt. Neben dem eigentlichen Kühlkörper mit dem 120 mm Lüfter gibt es dazu noch eine kleine Tube Wärmeleitpaste, ein zweites Paar Lüfterklammern, wie bereits angesprochen. Und was ich sehr cool finde, falls ihr kein Werkzeug zu Hause haben solltet, ein kleiner Schraubendreher liegt auch bei. Ansonsten Montagematerial für alle gängigen Sockel, LGA L5X 2011 2066 AM4 AM3, alles dabei. Das heißt, je nachdem, was ihr für ein System zu Hause habt, könnt ihr da den Kühler dann auch problemlos montieren. Und wer das zum Beispiel vielleicht noch nie gemacht hat, es gibt dementsprechend auch noch eine gut bebilderte Anleitung dazu. Kommen wir zur Montage, die geht sehr, sehr einfach von der Hand. Wenn ihr keinen Schraubendreher zu Hause habt, schnappt ihr euch einfach den aus dem Lieferumfang. Auf einem AMD-System wird die Retention-Modul Backplate benutzt, mit den beiden Bügeln sowie Abstandshaltern verschraubt, der Kühler aufgesetzt auf die CPU und dann mit Gefühl festgezogen, Wärmeleitpaste nicht vergessen und auch auf der Unterseite vom Kühler noch die Plastikschutzfolie abziehen, dass es da keine Einbußen bei der Kühlleistung gibt. Lüfter müsst ihr für die Montage demontieren, ist aber kein Hexenwerk, lässt sich sehr leicht ein- und wieder aushängen. Und was auch sehr cool ist, durch die normalen 120 mm Bohrungen am Lüfter könnt ihr auch, wenn euch der Lüfter nicht passen sollte, jeden handelsüblichen normalen 120 mm Lüfter mit einer Rahmenbreite von ca. 25 mm auf den Muggen 5 draufschnallen. Bei einem Intel-System funktioniert das Ganze quasi fast genauso einfach. Da schnappt ihr euch bei LGA L5X die Multi-Backplate mit auch den entsprechenden Montagestegen, schraubt das alles zusammen und auch da findet der Kühler relativ schnell seinen Platz. Wenn ihr jetzt ein fettes System zu Hause habt im Sinne von LGA 2011-3 oder auch 2066 schon, auch da kann der Kühler drauf montiert werden, da braucht ihr allerdings keine Backplate, denn wie ihr wisst, die Bohrungen sind da schon im CPU-Sockel integriert. Ja, montagetechnisch dann 5 bis 10 Minuten solltet ihr einplanen, wenn ihr es vielleicht noch nie gemacht habt, so circa 15 Minuten. Allerdings gibt es von unserer Seite an der Montage absolut nichts auszusetzen. Positiv zu erwähnen an dieser Stelle noch bei AMD-Systemen, der Kühler wird so montiert, dass er mit dem Airflow im Gehäuse arbeitet, also nicht nach oben oder nach unten bläst, sondern meistens zum
Hecklüfter, der die Luft dann nach draußen befördert. Bei der Kühlleistung zeigt der Mokken 5 ein sehr, sehr gutes Bild, erst bei uns im vorderen Testfeld, was die Kühlleistung anbelangt, und im Vergleich zu den anderen Konkurrenzprodukten könnt ihr euch das hier in Ruhe ansehen. Auch bei der Lautstärke macht der Mokken 5 eine sehr, sehr gute Figur. Mit maximaler Drehzahl bei einer Lüfterspannung von 12 Volt ist er leicht aus dem System wahrzunehmen. Allerdings, wenn man ihn ein kleines bisschen runterregelt, hört man ihn gar nicht mehr. Auch hier hat Seid einen sehr, sehr guten Job gemacht. Was bei unseren Tests natürlich nicht fehlen darf, das sind einige Wärmebildaufnahmen. Die haben wir auch wieder zum Mokken 5 angefertigt. Und ihr könnt euch hier ansehen, wie sieht es denn mit der Wärmeverteilung beim eigentlichen Kühlkörper aus. Ihr seid auf der Suche nach einem neuen Luftkühler, seid kein Hardcore-Overclocker und möchtet einfach einen grundsoliden Kühler ohne RGB, ohne Firlefanz, der allerdings hochwertig verarbeitet ist und den man vielleicht trotzdem in einen PC mit Sichtfenster einbauen kann, dann werft einen Blick auf den Mokken 5 Kühler. Von unserer Seite gibt es am Kühler nichts Negatives auszusetzen. Für den Preis von ca. 45 Euro gibt es hier einen hochwertig und schick verarbeiteten Kühler. Er ist sehr, sehr leise im Betrieb, bietet eine sehr gute Kühlleistung und lässt sich zudem einfach auf alle gängigen Sockel montieren, mit Ausnahme des TR4 Sockels. Allerdings denke ich, wenn ihr euch eine TR4 CPU kauft, ist dieser Kühler wahrscheinlich eher nicht in der engeren Auswahl. Das wäre es soweit von uns. Wir hoffen, das kleine Testvideo hat euch wieder gefallen. Wie immer, wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, wir freuen uns sehr über ein Abo von euch und über einen Daumen nach oben. Fragen, Anregungen, Kritik oder was ihr sonst auf dem Herzen habt, nutzt die Kommentarfunktion. Ich bin der Jan, danke, dass ihr reingeschaut habt und bis zum nächsten Videotest bei uns.